Hallo, ich bin Bernd Heinzinger. Ich möchte heute ein bisschen was über IDEOS erzählen. Vor allem über den Proxy Mode. Wir haben jetzt Version 10.218061. Projekteinstellungen sind UHD. 50p, 10-Bit, BT709, Audio ist 48 kHz, 24-Bit, Renderformat ist HQX Superfine, Resampling-Methode ist LengthSOS, ja, das Übliche. Okay, das passt. So. Clip-Einstellungen, Clip-Eigenschaften, UHD 50p, H264, AVC Longob, eine MXF-Datei mit 10-Bit und 250 Megabit Videobitrate. Okay. So, normal Echtzeit. Wir machen jetzt mal mit Proxy. Proxy-Dateien wurden schon erstellt. Okay, wir lassen jetzt mal ohne Proxy laufen. Ja, der Puffer füllt sich unten, aber die Vorschau ist noch ein bisschen ruckelig. Unser Recorder-Fenster. Wenn wir jetzt auf halb umstellen und läuft das recht gut. Puffer füllt sich und die Vorschau ist sehr flüssig. Okay, der Proxy-Modus ist jetzt an. Vorschau ist auch auf halbe Auflösung. Jetzt wieder voll. Und der Puffer läuft schön bis 258. Aber auch bei halb muss man sagen, ist die Qualität schon sehr gut von EDIOS mit dem Proxy auf hoher Einstellung. So, dann kommt noch eine Farbkorrektur dazu. Ein bisschen die Farbtemperatur ändern. Das muss man dann mal mit dem Vektor prüfen. Das Vektorskop. Ja, so ein bisschen ungefähr, muss nicht so genau sein. Ja, ein bisschen weniger. Belichtung. Also nah an 100%. Gamma braucht man nicht. So, unten sind noch ein paar Einstellungen. Okay. Wie läuft es jetzt in Echtzeit? Mit Proxy natürlich. Super, einwandfrei. Proxy aus. Geht natürlich runter. Stellen wir die Auflösung auf halb. Ja. Füllt sich. Also kann man da schon recht zügig arbeiten. Das passt. Okay, dann EDIOS beenden. Dann starten wir mal DaVinci Resolve. Das ist die DaVinci Resolve Studio V17 4.3. Aktuelle vom 21. Dezember.
Okay, die Projektsettings UHD 50p. Alles korrekt in hoher Auflösung. Einstellungen passen soweit, das sind immer die gleichen. Dann UHD die Timeline Settings. Auch UHD 50p. Also volle Auflösung. Gut, passt. Wie schaut die Echtzeit aus? Was sagt der Indikator? Ah, springt noch nicht ganz auf 50. Hier sieht man im Playback kein Optimize, kein Proxy Media. Auch Timeline Proxies auf Off. Render Cache ist None. Und wir löschen nochmal zusätzlich den Cache und läuft in Echtzeit 50 Frames in UHD. Okay. So, dann machen wir noch eine kleine Änderung an der Farbnote. So, okay, läuft auch in Echtzeit 50p, sieht man hier. So, dann machen wir einen kleinen Zoom in und läuft immer noch in Echtzeit. Man merkt ein bisschen. Aber es ist immer noch UHD 50p. Man sieht es hier in die Projektsettings. UHD. Timeline. UHD 50p. Okay, noch eine kleine Änderung. Ein bisschen an Color Boost. Gut. Und Echtzeit. Also, wir haben an Zoom verändert, wir haben etwas an die Farben verändert und läuft immer noch in Echtzeit. So, jetzt schauen wir mal in die Clip-Eigenschaften. Metadaten. Das ist eine XFAVC. UHD 50 Frames per Second. 10 Bit, Audio ist 24 Bit, 48 Kilohertz. So, dann machen wir Mono draus. Ist eh nur mit einem Mikro aufgezeichnet. Und dazu muss man auch unten an der Spur auf Mono einstellen. Dann wird normalisiert auf EBO R128. Okay, läuft immer noch in Echtzeit. 50 Frames. UHD. Ja. Task Manager. Also CPU ist eine i7, 8700K. Arbeitsspeicher sind 32 GB. Eine GPU haben wir, eine GTX 1070 und die Intel UHD Graphics 630, aber die wird irgendwie, bin mir da ganz nicht ganz sicher, wie DaVinci Resolve das handelt. Aber wie gesagt, der Rechner ist jetzt fast 4 Jahre alt. Und
Ja, der schafft es recht gut. Da ist eine SSD NVMe drin mit 3500 Lesen und 3000 Schreiben. Also eine recht schnelle. Ja, das sieht doch gut aus. Naja, für einen 4 Jahre alten Rechner kann man nicht meckern. Gut. Einstellungen vom Keyboard sind natürlich von EDIUS übernommen. Da ich ja schon 17 Jahre mit EDIUS arbeite und mit DaVinci Resolve erst jetzt ein knappes Jahr, ist mir natürlich doch einiges von EDIUS gewohnt. Aber gut, das ist, ja, es ist ein bisschen, schon ein bisschen Arbeit, die ganzen Belegungen da rauszukriegen, weil das Schnittkonzept ist ein bisschen anders. Ja, sonst ist DaVinci Resolve für 300 Euro. Ich habe es damals noch mit dem Speed Editor bekommen. Echt eine coole Investition. Und das klappt sehr gut mit dem Speed Editor in der Cut Page. Sehr gut ist hier Fairlight, die Audioabteilung. Das ist mega, finde ich. Sehr schön ist die Equalizer-Sektion in DaVinci. Da kann man sehr viel machen, auch eine Dynamic-Sektion mit Kompressor, Gate, Limiter etc. etc. Ja, gut, man braucht ein bisschen Einarbeitungszeit, aber ich finde das schon mega.